Ich kann nur dazu sagen, dass ich mich freue, dass jetzt wieder losgeht, dass wir zusammen wieder loslegen, dass wir unseren Fans eine Freude bereiten können. Ja, hallo liebe Freunde da draußen. Und wenn ihr euch so fragt, was machen die kompetenten Leute von Cloudplay so, bevor sie ihren Podcast starten? Sie machen Technikgedöns und Gedöns. Zum Technik-Talk heute eingeladen habe ich den Mann mit dem größten Plan, Chiggy Point, der versucht, Sachen zu verschieben in OBS. Ja. Ja. Und es geht einfach nicht. Also ihr müsst euch vorstellen, ich sitze jetzt hier seit 10 Minuten und versuche, Fenster zu verschieben in diesem Bildschirm hier. Und es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nicht. Es geht nicht. Es ist physikalisch anscheinend nicht mehr möglich, diese Verschiebung hier vorzunehmen. Und theoretisch würde ich jetzt eigentlich locker, flockig mit dem Captain was aufnehmen wollen. So. Ne? Also easy einfach mal schön ins Mikrofon einen reinschnatzen. Aber nein, irgendetwas in dieser Welt spricht dagegen. Ich will es einfach nicht. Und ich verstehe es nicht. Wir können ja auch, weißt du, was wir machen können? Wir können einfach, ich nehme jetzt einfach so einen scheiß Internetbrowser, packe ihn jetzt hier hin und dann nimmst du auf, wie ich dir eine Bildschirmteile mit meinem Streaming-Setup. Ja, und dann haben wir doch auch einen Podcast, oder? Naja, aber das, also was soll das Gülle? Aber das Ding ist, den Browser könnte ich ja einbinden und bräuchte ja nur deine Fräse. Das wäre viel zu einfach. Ich jetzt nicht zum ersten Mal heute Abend. Das wäre ja viel zu einfach. Chiggy, mach doch mal das und das. Nein, das wäre viel zu einfach. Ah, oh, oh, oh Gott, es bewegt sich was. Oh Gott, guck. That's what she said. Pass auf, ich hab's jetzt wieder zurückgeschoben. Jetzt gehe ich hier auf Webcam, das bist du. Das ist deine Fresse. Ja. Und das ist meine. Jetzt nehme ich... Es geht nicht! Es geht doch nicht! Es geht nicht. Es geht einfach... Captain. Ja. Guck, es geht wieder gar nichts! Es geht nichts! Bereitet hätte. Oh, 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 Jahre Erfahrung im IT-Bereich. Dein scheiß Ausschnitt ist nicht richtig, der Frame sitzt nicht. Mein Ausschnitt? Was stimmt mit meinem Ausschnitt nicht? Ich müsste jetzt quasi dich ein bisschen dicker machen, ne? Also quasi hier so Filter ja, bearbeiten. Wenn ich jetzt hier links dir ein bisschen... Oh, ich musste mich kurz übergeben, Entschuldigung. So, jetzt muss ich mal hier... Du hast mich breiter gemacht. Und dann musst du dich übergeben, toll. Richtig. Und es ist jetzt voll easy, dann klicke ich hier nochmal drauf auf Transformieren. Sag nicht voll easy, wenn du im OBS da irgendwas einschätzt, dann sag bitte nicht voll easy. Oh, falsch rum. Ich hab auch den falschen Ausschnitt genommen. Egal. Das wird definitiv nie jemand merken. Jetzt werde ich einfach meinen Ausschnitt... Es geht wieder nicht! Cool. Pass mal auf. Ich habe aber jetzt den Trick gefunden, wie es funktioniert. Ich gehe einmal hier drauf und dann da drauf. Dann klicke ich hier und... Oh, siehst du? Jetzt habe ich einfach alles wieder weg verschoben. Ist wieder alles falsch. Und warum nimmst du nicht nochmal das normale OBS? Weil ich hier schon alles eingestellt habe. Ja, du kannst ja das auch von den Szenen und so alles importieren. Ich weiß gar nicht, hat dich irgendjemand gefragt nach deiner Meinung? Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, das spürt. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Das hast du vor einer halben Stunde schon mal gesagt. Ja, aber jetzt haben wir's wirklich. So, speichern. Okay. Woo! Ah, du bist noch ein bisschen... Ich muss deinen süßen Schädel... Ich kann... Warte. Ich kann mich auch so hinsetzen. Nein. Bevor jetzt irgendwie wieder das Internet gleich kaputt ist. Nee, guck. So. So. Wunderschön, Captain. Das ist einfach ein tollen, schönen Menschen, kann nichts entstellen. Für mehr Technik-Tipps und hier Streamlabs-Einrichtung, folgt diesem Kanal und spendiert Cheeky in die Runde Unterhose an der Volkshochschule How to IT.
In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und viel Spaß mit dem nun folgenden Programm.